Dumme kleine Menschheit, das große, kluge Universalgenie spricht. Rebecca Reusch und Wikipedia. Idiotenfolge dumm von Expertenschwachsinn über Mediendreck bis Behördenscheiße etc. Und dann steht hier falsch. Und etwas mit Linie 171. Da geht es um Folgendes. Ich habe also einfach mal wieder gegoogelt, was gibt's Neues. So, dann habe ich, gehen wir der Reihe nach. Dann habe ich gesehen, hier an Position 1, Tipps.at. Da wird also irgend so ein Mädchen, versteht ihr, so ein Mädchen, ein geistiges Mädchen, wird sich hier da irgendwie ein bisschen Journalistin spielen, und weil es eben so viel Vollidioten im Volk gibt, zieht sie einfach Dummheit und Dummheit gegenseitig an. Und jetzt schauen wir mal rein. Was haben wir denn? Verena Beneder, versteht ihr? Das größte Universalgenie der Menschheitsgeschichte, der wohl zukünftige Weltführer, geht in der Öffentlichkeit total unter. Seine Videos erreichen zurzeit nicht mal mehr oft die 100 Aufrufegrenze. Schaut euch das an. Viele Videos zweistellig. Ja, das sagen die. Ja, du mischst dich halt irgendwie so und blablabla. Ihr seid ein Sauhaufen. Ihr seid als Gesellschaft der letzte Dreck. Ihr seid ein dummer Sauhaufen. Und klar, wenn ich mich eurer Dummheit anpassen würde, dann wäre ich natürlich erfolgreicher. Das sieht man hier. Wer ist eine Verena Beneder? Was ist Tipps.at? Und was labert die? Verena Beneder. Ein Mädchen, ein dummes Mädchen hat gerade aufgehört mit Puppen zu spielen und labert jetzt hier Scheiße in der Öffentlichkeit, und die Idioten dieser Menschheit fahren drauf ab. Ja, das ist das, die Resonanz, gleiches. Ja, ihr habt die gleichen Schwingungen, versteht ihr? Ihr Mädchenhirngesellschaft. Anstatt dass die kochen geht, oder Kinder kriegen, oder, ja, okay, jetzt habe ich was gegen Weiber. Nein, Weiber sind geschaffen als Helferin. Also, ich habe keine Helferin. Mein Leben ist scheiße, versteht ihr? Weil du kannst nicht glücklich sein ohne ein Weib. Ein Weib ist perfekt gemacht, um das Männchen glücklich zu machen. Als Helferin. Und dann muss man, natürlich tut man sie dann hegen und pflegen und ach, mein Weibchen und so. Aber Weiber, die einfach so in der Gesellschaft rumfurzen, das wird nix. Ein Weib ist die geborene Helferin. So, die geschaffene Helferin und geboren und alles perfekt, versteht ihr? Das Leben ist scheiße ohne eine Helferin, aber so ist halt. Bin halt ein geschlagener Mensch. Ja, aber wenn sie Weiber dann da alleine rumfurzen, ohne eine Helferin zu sein, für das sie geschaffen sind, dann bauen sie Scheiße, dann labern sie Blödsinn, dann, und wenn sie dann noch feministisch werden, dann ist es die Hölle.
Alles verdreht, alles verdreht. Also, ich kenne das Weib nicht, ich kenne das Weib nicht, aber diese ganze Gesellschaft ist medienverblödet, versteht ihr? Euch ist ins Hirn geschissen, euch Idiotengesellschaft. Ihr produziert nur Scheiße. Und die bekommt jetzt eben etwas ab, weil sie jetzt hier eben vorne dran ist an diesem, wenn ich jetzt der Dings google, Rebecca Reusch, was, nix Kamera auf, ja, das habe ich auch mal gegoogelt, aber Rebecca Reusch, so, dann kommt dieser Scheiß von Tipps.at. Also, was haben sie denn geschrieben? Auf, öffnen, auf meinen Befehl, so, also, ach, meine Maus, habe immer noch keine neue Maus gekauft, ich kann mir Mausrad nicht richtig, Update im vermissten Fall Rebecca Reusch, YouTuberin entdeckt Ungereimtheiten, nochmal ein Vibe, das hier sich ohne einfach eine brave Helferin zu sein, hier in der Öffentlichkeit produziert und Scheiße baut. Ja, ich hab's schon, ich hab einen Artikel gelesen, ich weiß, wer da gemeint ist mit der Dings da, mit der YouTuberin. YouTuberin analysiert den Fall. Das ist eine Beleidigung des Wortes analysiert. Was dieses Scheißdreck, den die Shirin hier produziert hat. Das ist eine Beleidigung des Wortes analysiert. Die labert nur Scheiße. Beide Weiber labern hier Scheiße, aber sie ergänzen sich in der Scheiße. Dass es noch größer die maximale Scheiße wird. Ungereimtheiten. Am Tag des Verschwindens hatte Rebecca erst gegen 10 Uhr Unterricht, da der Englischunterricht ausfiel. Ihre Mutter schrieb ihr allerdings bereits um 8.42 Uhr eine WhatsApp-Nachricht, ob sie pünktlich in der Schule angekommen sei. Ein angebliches Foto, das Rebecca vor 8 Uhr an eine Freundin geschickt haben soll, macht laut Shirin zeitlich ebenfalls keinen Sinn. Bla bla bla. Denn warum hätte sich Rebecca an einem Montagmorgen im Februar etwa 2 Stunden vor Unterrichtsbeginn nach draußen begeben sollen? Weil sie eben gar nicht vorhatte, zur Schule zu gehen. Weil sie eben in dem Fall haben die Angehörigen recht mit den Fotos. Ja, die wollte Fotos machen. Aber die Weiber, die kriegen's nicht auf die Reihe. Die labern nur Scheiße. Das ist nur Scheiße, was die Weiber labern. Die Freundin macht eine glaubwürdige Zeugenaussage, dass sie dieses Foto geschickt hat, und dann kommen die Weiber und unterstellen ihnen, dass sie lügen, dass es so nicht sein kann, wegen weibischen Schnapsideen, dummem weibischem Blödsinn. Und was heißt denn, sie ging mit der Decke nach draußen. Sie ist mit der Decke von A nach B. Das heißt doch nicht, dass sie letztlich draußen Fotos machen wollte. Das sind alles so dumme weibische Kurzschlüsse. Versteht ihr? Besser kochen gehen.
Besonders brisant ist die Information, dass Rebecca keine mobilen Daten hatten. Auswertungen ergaben, dass ihr Handy zuletzt um 7.46 Uhr im WLAN ihrer Schwester eingeloggt war. Dennoch konnte die WhatsApp-Nachricht um kurz vor 9 auf Rebeccas Handy zugestellt werden. Shirin spekuliert, dass sie sich Rebeccas Handy möglicherweise automatisch in ein bekanntes WLAN-Netz eingeloggt haben könnte. Sie betont jedoch, dass es dafür keine handfesten Beweise gibt. Dennoch ist klar, in diesem Fall gibt es signifikante Ungereimtheiten, die viele Fragen auswerfen. Alles Blödsinn. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass in einem freien WLAN-Netz diese Information habe ich eben, ich bin jetzt kein spezieller Experte, aber es muss nicht zwingend sein, dass die Rebecca nochmal zu Hause war, weil das wird ja hier, wenn es heißt, in einem bekannten WLAN-Netz eingeloggt. Das wird ja hier da so praktisch zugrunde gelegt. Das ist aber nicht irgendwie eine belastbare logisch bewiesene, hergeleitete Sache, sondern das ist einfach eine Spekulation. So könnte es gewesen sein. Es würde, ja, wenn die Rebecca nochmal zu Hause gewesen wäre, also nicht im Maurerwerk bei der Schwester, sondern ganz zu Hause oder in der Schule, dann wird, wo es vielleicht ein WLAN-Netz gibt, das wäre auch eine Erklärung. Aber es ist nicht die einzige. Und hier werden einfach so Ideen in den Raum gestellt und ja, und letzten Endes geht es eben hier um diese Scheiße, denn diese Shirin hier verzapft. Das ist wirklich, hier trifft sich wirklich der Abschaum, der geistige Abschaum dieser Nation. Es gibt ein... Ach, das ist jetzt... Und schaut man sich das an, dieses Mädle hat einen Kanal gemacht, hat hier 4 Rebecca Reusch Video, hat 11.700 Abonnenten und die einzelnen Videos haben über 100.000 Aufrufe. Das ist ja einfach die Resonanz des Schwachsinns in dieser Gesellschaft. Was Vernünftiges, wenn ein Universalgenie hier etwas von sich gibt, dann finden sich knapp 100 Leute irgendwie. Aber wenn der Blödsinn verbreitet wird, dann springen die Massen auf. Wahnsinn. Ich habe mir eins anguckt, aber es ist offensichtlich, die hetzt die ganze Zeit gegen die Familie. Die hetzt, was die für Scheiße redet, da geht's drum, dass sie die Familie verdächtigt. Und dann kommen sie und dieser Abschaum einer Gesellschaft, die hier, was, wenn man sich diese Kommentare durch, Minuten. Wenn man sich diese Kommentare, der Decke eben als Moment. Hintergrund oder als Motiv, weil an dem Tag hat auch jemand da Geburtstag aus. Wenn man sich diese dummen Kommentare anschaut, eines absoluten Idiotenvolks. In der ganzen Geschichte trauert niemand um Becky. Trauer, Verzweiflung, Wut, all das sieht anders aus. Versteht ihr Idioten? Was erwartet ihr? Was ist das für eine Frechheit, der Angehörige zu unterstellen, die würden nicht trauern, weil sie jetzt in dem Moment, wo gerade ein Video gedreht wird, nicht eure Erwartungen bedienen. Ihr seid, versteht ihr? Ihr seid ein Mob. Ihr seid ein untertierisch dummer Mob, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht beginnt, euch zu hassen und euch und davon zu träumen, euch mit dem Maschinengewehr niederzumähen. Da muss man, ja, ich sage nicht, dass ich jetzt diese Gefühle habe oder diese Gefühle gut finde, aber ihr seid so ein dummer, dreckiger Mob.
diese ganze Hetze gegen die Angehörige, die kommt aus so einer abgrundtiefen Dummheit. Oder hier, mein damals 3-jähriger Sohn war in einer Fußgängerzone circa 30 Minuten verschwunden. Absolute Panik. Die schlimmsten Minuten meines Lebens. Diese Angst werde ich nie vergessen. Dabei ist es schon 40 Jahre her. Diese Ruhe und Lässigkeit der Familie ist mir unbegreiflich. Aber natürlich reagieren Menschen unterschiedlich. Ja, versteht ihr? Da muss man doch überlegen, das ist doch nicht, wie soll man das ausdrücken? Auch ein Mensch, der unheimlich trauert und leidet und Magengeschwüre bekommt und all das, ist doch nicht die ganze Zeit, weint doch nicht die ganze Zeit. Das ist doch Monate oder Jahre, das ist Jahre gemacht, dieses Video, der Hanna, nachdem die verschwunden ist. Und dann erwartet man hier jetzt, das wäre unnatürlich. Versteht ihr? Das ist doch nicht, dass jetzt jemand bekommt die Nachricht an der Haustür, was weiß ich, seine ganze Familie ist im Auto Unfall umgekommen und dann, ja, spontane Reaktion, wenn er dann, was weiß ich, hier eine Flasche Sekt hervorhält und sagt, Prost, Leute, dann kann man sagen, das ist nicht die richtige, das ist keine normale Reaktion. Aber da ist doch nichts Spontanes, das ist doch alles schon so lang zurückliegen. Ihr seid so dumm, so abgrundtief dumm, als dummer Mob. Ihr seid so verachtenswert als Gesellschaft. Pfui Teufel, pfui Teufel. Das ist wirklich, das ist wie so eine Hölle, wie so ein Dämonenpfuhl, wo einer dümmer labert wie der andere. Das ist wirklich, ihr seid grauenhaft. Ihr seid ein grauenhafter Abschaum als Gesellschaft. Okay. Und dann die Typen, die dem Scheißdreck auch noch voranstehen, die diesen Abgrund tief schlechten, strohdummen Pfuhl des Schwachsinns auch noch befeuern mit ihrem Blödsinn. Alles nur Scheiße, was die labert. Und wenn das jetzt jemand, wenn man aber jetzt schaut, was sie zum Beispiel, In dem Video, wenn sie so ein Widerspruch... Ey, ganz kurz, er glaubt mir nicht, dass du 500 Euro... Ach, Scheißdreck. Wenn sie so einen Widerspruch konstruiert, da Hanna... Wenn sie so einen Widerspruch konstruiert, und zwar... Was euch Idiotengesellschaft dann irgendwie als plausibler Widerspruch dann erscheint. Ich kann jetzt hier schon erklären an der Stelle. Oder gehe noch ein bisschen weiter. Ja, nehmen wir mal die Stelle. Also, es war so, dass praktisch die Mutter in einem Gespräch von 7.15 Uhr mit der großen Schwester Jessica erfahren hat, dass die Rebecca 2 Stunden später Schule hat oder eine, ja. Also gegen 10 anstatt gegen 8 Schule hat. So, dann hat aber um 8.30 Uhr in einer WhatsApp, um 8 Uhr, ja gut, um 8.42 Uhr ist es dann irgendwie angekommen oder war es um 8.42 Uhr geschickt worden, scheißegal. Auf jeden Fall, um den Dreh rum hat dann die Mutter in einer WhatsApp
an die Rebecca etwas geschrieben, wo sie dann aber so getan hat, als ob sie das gar nicht weiß, dass es später Schule hat. Ich denke so, und wie kann man davon diesen Blödsinn ableiten, den diese Schirin ableitet? Kann man da nicht sagen, die Mutter hat sich eben ein bisschen blöd gestellt, sozusagen. Das kann sie doch machen. Sie hat von ihrer Tochter nicht erfahren, dass sie praktisch später Schule hat und hat dann praktisch diesen Informationen, die sie von der Jessica bekommen hat, einfach nicht verwendet, als sie ihre Tochter angesprochen hat, sondern sie hat dann quasi darauf gewartet, dass dann die Tochter sagt, nein, nein, Mama, ich hab später Schule. Versteht ihr, was ist denn da schlimm dran? Sie war dann einfach die Mutter ein bisschen enttäuscht, sage ich mal, dass sie nicht auf dem Laufenden gehalten wurde von ihrer Tochter und hat sich dann halt ein bisschen blöd gestellt. Das ist doch weder unverständlich oder es ist weder lebensfern, noch ist es böse oder so. Das ist doch einfach was Harmloses, so zwischen Mutter und Tochter. Sie hat sich ein bisschen blöd gestellt, weil sie halt irgendwie ein bisschen so verschnupft war, weil sie halt nicht richtig informiert war von ihrer Tochter. So, das kann man doch machen. Auf sowas dann, versteht ihr? Die kann nichts. Die darf auch heiraten. Die darf auch mal für einen Mann eine gute Helferin sein. Und dann tätschelt man sie und sagt, ja, hast gut gekocht. Und dann tut man beim Essen diskutieren. Und dann darf sie auch ihre Meinung sagen. Und dann, wie soll man sagen, der will ja niemand den Kopf abreißen. Aber das ist einfach die Mädle, du redest Scheiße, in deinem Köpfle ist Scheiße und das muss einfach einsehen. Natürlich kann sie auch, wenn sie einen netten Universalgenie heiratet, dann kann sie eben auch an einen Mann geraten, der genauso dumm ist wie eben, und dann. Dann labern sie halt vielleicht beide Scheiße, aber es ist einfach tragisch. Hier wird nur dummes Zeug ausgebreitet und große Massen von einem dummen Mob gehen auf Resonanz, fühlen sich bestätigt und so weiter, machen so einen Scheißdreck, so einen dummen Scheißdreck hier, so erfolgreich, dass es nach andere Mädchen daherkommen, Journalistenmädchen, und so einen Scheißdreck an Position 1 bringen bei der Google-Suche und so verblödet ein ganzes Volk, weil ihr seid einfach, ja, ihr seid von Gott dahingegeben in verkehrten Sinn. Ihr seid dem Irrsinn ausgeliefert. Ihr seid einfach untertierisch dummer Idiotenabschaum. Ja. Lauter alles, was das Weib labert, und dann tritt ja auch so seriös auf und da wird sie bewundert und sagt, ach, du machst es toll. Alles Scheiße, alles dummes Geschwätz, alles dumme Schau. Die kennst du inzwischen. Dieser Dreck hier, da eine Werbung. Die labert ja nur blödes Zeug. Das ist so, das hat so den Anschein von Analyse und von so einer sachlichen Abgeklärtheit. Aber es ist dumme Scheiße. Es ist dumme Scheiße. Die dumme, andere dumme Scheiße im Hirn eines dummen Mobs bedient. Und dann kommen eben auch noch die professionellen Dummschwätzerinnen in den Medien. Und dann ist das Schlamassel perfekt. Pfui,
Teufel, sage ich, Pfui Teufel, sie labert nur Scheiße, aber auch die ganzen anderen Experten. Da dieser berühmte Profiler, Psychologe und die ganzen Typen, diese zensiert, an der anderen Stelle der Hoffmann, der Profiler Hoffmann, alles total Verzager. Ihr seid eine Gesellschaft von Schwachköpfen. Von Schwachköpfen. Eine gottverfluchte Idiotengesellschaft. Alles lauter Schwachsinn. Eine gesamte Gesellschaft, die nur Scheiße treibt und dann eben praktisch ein Universalgenie, das knapp 100 Aufrufe bekommt. Ja, na komm, es gibt Fälle, wie der letzte Rebecca-Artikel, der hat jetzt 388 bisher, aber das ist doch alles Pipifax, das spiegelt einfach eure Dummheit als Idiotengesellschaft. Ihr seid in der Masse einfach dumm. Und ihr seid ein Abgrund der Dummheit. Ihr seid nicht irgendwie, wo man sagen kann, ja, jetzt hör doch auf, reg dich nicht so auf und so, und man kann doch mal einen Fehler machen und, oder wenn dann ich mal auf eine Weise bestätigt werde, dass man es nicht mehr abstreiten kann, dann sagen, ja gut, dann hast du eben recht gehabt und so und so ja gut, dann klicken wir halt ein bisschen auf deinem Kanal, dass du auch mal 1000 Aufrufe bekommst. Versteh dir, auch eine Million Aufrufe ist nicht angemessen. Ihr Schwachköpfe, ihr seid ein Planet von Idioten. Ihr seid ein Planet von Idioten. Was er macht, ist Irrsinn. Ihr seid vom Teufel ins Hirn geschissen. Wie gesagt, da kommt die Schnapsidee mit dem Geschlechtwechsel. Da kommt die Schnaps über die Impfung, da schon nicht reden. Das wird YouTube die Existenzkosten, was bei der Impfung abgelaufen ist und was sie da verbrochen haben an der Menschheit. Aber über Dings darf man noch reden, über das Klima. Ich sag's ja immer wieder. Naturschutz ist gut, aber Klimaschutz ist Irrsinn. Es ist nicht übertrieben und irgendwie so. Es ist kompletter Irrsinn, kompletter Wahnsinn. Es ist, wenn man schaut, was dabei entsteht, es geht um die absolute Versklavung der Menschheit. Mit einem Ausbeutung und Versklavung, mit einem erlogenen guten Ziel, ja, für die Rettung des Planeten, ist jede Art von Freiheit und von normalem Leben wird verteufelt. Ich habe das Beispiel gebracht mit der Oma, die irgendwo im Gartengrundstück hat, wo sie ein bisschen Gemüse anbaut und ein paar Hühner hält und vielleicht eine Ziege, die sie immer melkt oder irgendwas. Und dann kocht sie sich aus ihrem Gemüse ein Süppchen oder ein Breilein, ein Pudding mit ein bisschen Ziegenmilch oder was auch immer. Alles verboten. Die Tierschutzverordnung, die wird praktisch, weil die Viecher in der Massentierhaltung gequält werden und mit Antibiotika, die dann nicht mehr wirkt und an Seuchen kommen und so weiter, weil hier der Teufel auf die eine Seite alles zerstörerische, böse, grausame macht, sagt man auf der anderen Seite, ja, Alter, wenn da ein Huhn rumläuft, das nicht registriert ist in der Datenbank und nicht geimpft ist und pipapo, versteht ihr, dann ist das eine Gefahr für die ganze Menschheit. Das Huhn im Garten bei der Oma, das gefährdet das Wohl der ganzen Menschheit. Man muss das registrieren und einen Chip reinmachen und der Oma einen Chip da und da und da und dort einen Chip und alles und alles registrieren und nur mit amtlicher Genehmigung darf die Oma einen Huhn halten, weil sie sonst die Menschheit gefährdet, weil ja das ungeimpfte Huhn könnt ja den Planet vernichten. Ihr seid dekadenter Abschaum, ihr seid Geisteskranke, ihr seid Perverse, ihr seid die Hölle auf
Erden. Ihr seid Dämonen. Ihr seid nicht Dämonen, ihr seid Menschen, aber ihr seid dämonisch ins Hirn geschissen. Ihr seid grauenhafte Bestien, wenn ihr auf eine gewisse Weise. Einerseits sind wir ganz harmlose. Ach, warum regt er sich doch auf? Ich bin doch so ein harmloses Mäuschen. Ja, aber euch ist ins Hirn geschissen. Ihr wisst nicht mehr, was oben, was unten, was normal ist. Versteht ihr? Das Ganze, was die Politik mit euch macht und die Medien euch erzählen, ist teuflisch. Es sind teuflische Pläne, die Menschheit total zu versklaven mit Hirngespinsten. Nochmal, die Oma kann nicht mehr kochen, darf kein Feuerchen machen im Ofen, weil das Klima gefährdet. Und sie darf keine Hühner halten, dann können ja ganze Fabriken mit gefolterten Hennen, die jetzt daheim praktisch damit mit nicht mehr wirkenden Antibiotika vollgestopft wurden, und jetzt könnte es ja sein, dass die Henne im Garten der Oma einen Furz lässt und dann kommt ein Virus raus und dann fliegt der bis in die Fabrik und dann sind auf einmal alle Hennen tot und niemand kann mehr was und die Nahrungsmittelversorgung des Planeten ist in Gefahr. Alles verrückter Blödsinn. Versteht ihr? Es werden Sachzwänge konstruiert, die schwachsinnig sind, die verrückt sind, die keinen Sinn machen, die nur zerstörerisch sind. Wenn die Welt praktisch in die Luft fliegen kann, weil bei der Oma im Garten eine Henne einen Furz lässt, dann ist nicht die Henne schuld, die den Furz gelassen hat, sondern dann ist diese Konstruktion einer Gesellschaft und eines öffentlichen Lebens und einer Tierhaltung, dann ist die das Problem. Aber darauf steuert alles zu. Es wird verboten, dass die Oma eine Hühner hält. Es wird verboten, dass die eine Ziege hält. Es wird verboten, dass die ein Herd hat, wo sie so ein Feuerle macht und ihr Sach kocht. Versteht ihr? Da auf dem Weg sind wir. Da sind wir schon ganz nahe dran. Und die Bauern bekommen heute schon solche Probleme. Ein normales Leben wird von geisteskranken Bürokraten heute schon so terrorisiert. Ja, das ist nicht eine Vision von irgendwann. Wir sind heute schon, stehen heute schon davor, vor dem. Ja, also, und ihr seid eine dekadente geistige Hölle auf Erden. Euch ist auf unvorstellbare Weise ins Hirn geschissen. Und ja, eben auch bei sowas an sich Unbedeutendem wie dem Fall Rebecca Reusch, wenn man sagt, in Anführungszeichen unbedeutend. Für das Weiterleben der Menschheit ist der Fall Rebecca Reusch jetzt nicht entscheidend. Aber es ist eben ein Punkt, wo man eure Dummheit auch nochmal aufzeigen kann. Eure apokalyptische, weltzerstörerische Dummheit, ja, die an der einen Stelle ja wirklich den Planet zerstört, weil ihr euren schlimmsten Todfeinden folgt, die praktisch wirklich total perverse, teuflische Pläne für die Menschheit haben, aber ihr es nicht. Ihr könnt nicht eins und eins zusammenzählen. Und deshalb ist es, dass man, ist so an sich unbedeutende Sachen wie Rebecca Reusch, ja, das klingt jetzt hart, für manche ist es ja der Lebensinhalt scheinbar im Internet, aber wenn man es auf die ganze Welt bezieht, relativ unbedeutend. Aber ja, es hilft vielleicht euch Schwachköpfe, die ja an anderer Stelle nicht erreichbar sind, vielleicht auf diesem Weg irgendwie zu erreichen. Deshalb befasse ich mich eben mit dem Fall Rebecca Reusch. Und jetzt
Also wirklich nur Scheiße, was die hier labert. Und ihr Publikum, ihre Kommentatoren, nur Scheiße. Die Experten, die hier erwähnt werden, labern nur Scheiße. Der Einzige, der den Durchblick hat, ist der Weltführer der Zukunft, das Universalgenie von Planet Erde, ihr Schwachköpfe. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Dings. Was habe ich denn da mit Wikipedia? Ja, Wikipedia. Zeugen gaben an, Rebecca noch im Laufe des 18. Februar 2019 an einer Bushaltestelle in der Nähe sowie in einem Bus der Linie 171 gesehen zu haben. Nach Auswertung der Überwachungskameras konnten diese Aussagen jedoch nicht bestätigt werden. Hier wird so getan, als ob eine Zeugenaussage in Bezug auf die Linie 171 widerlegt worden wäre. Und das ist Blödsinn, dieses Drecksvideo, dieses gottverfluchte Drecksvideo, dieser gottverfluchten Drecksmedien, der sich mit dem befasst hat, hat alles durcheinander geworfen. Jetzt muss ich kurz auf meine Website gehen, um darauf einzugehen. Jetzt gebe ich kurz ein, Räusch, da werden halt so Räuschartikel da gebracht. Das hat angefangen, ich habe schon mal eine Petition gemacht im Fall Rebecca Reusch. Das jetzt nur mal am Rande. Ich schon 2019 habe eine Petition gemacht. Seriöse Suche gefordert im Fall Rebecca Reusch. Alle aufwachen, Politik, Kopf aus dem Sand. Hier, Behörden, Politik, Medien, das Ganze an Saustall, ein elender, verfluchter Saustall. Das war die erste Petition. Aber jetzt, das Fall mit der Busgeschichte, das war die Sache da, Hanna. Da ist, was jetzt die Hundesgeschichte angeht, noch nicht alles perfekt. Weil ich da auf falsche Ausgangsinfos reingefallen bin. Aber zum Thema dieser Busgeschichte, das war doch so, einfach nur, damit ihr dieses Bild nochmal habt, dass ihr euch an das Video erinnert, wo es darum ging, da links ist eine Bäckerei und da hätt's Überwachungskameras und so weiter, und da hätte man mit dem irgendwie was ausgeschlossen, was auch völliger Blödsinn ist. Der Einstieg ist außerhalb dem Bereich, wo man überhaupt von den Überwachungskameras was sieht. Nicht nur das, sondern was wollte ich sagen? Rebecca Reusch, jetzt ich muss wieder ein bisschen entfallen. Moment. Also, das ist manchmal verliere kurz den Faden. Ja, also, um Folgendes. Da wird gesagt, Zeugen hätten sie gesehen noch. Und das wollten wir jetzt überprüfen. Ja, aber diese Zeugen haben sie abends gesehen. Und man hat dann so getan, also sie wollte ja, es geht um den Bus und der Bus ist morgens gefahren, weil sie ja in die Schule wollte. Aber da gab's doch gar keine Zeugen, die da was gesagt haben. Es gab abends Zeugen. Also, das ist schon mal etwas, da wurde immer alles zusammengeworfen, praktisch, wurde so gesagt, man hat dann von dem Bus geredet, mit dem sie zur Schule hätte fahren können. Aber es geht doch gar nicht um die Schule. Da wurde
Also abends und morgens wurde verwechselt. Es ist völliger Blödsinn, schwachsinniger Blödsinn. Ihr seid wirklich ein ins Hirn geschissenes Idiotenvolk. Dann habe ich geschaut, okay, da wird jetzt etwas behauptet. Und dann wird Bezug genommen auf eine Quelle, hier die 13. Und das, dann habe ich geschaut bei Wikipedia. So, und was ist denn die 13? So, dann ist das 13, lebt Rebecca noch. Jetzt spricht die Staatsanwalt, Berliner Staatsanwaltschaft vom Oktober 2021. Dann habe ich gedacht, das schauen wir mal an. Und was stelle fest? Auf. So, was stelle ich fest? Ach so, halt. Jetzt hier. Das war. Es muss. Jetzt ist es freigeschaltet, weil ich ja angemeldet bin. Aber das ist ein Bezahlartikel, den kann ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Also, wenn ich jetzt diesen Link aufrufe. Jetzt mache ich mal Folgendes, jetzt nehme ich einen anderen Browser, und zwar einen, mit dem ich nicht angemeldet bin. Und dann sieht man, das ist ein Bezahlartikel. Moment, der Öffner hat jetzt geöffnet im anderen, auf dem anderen Bildschirm. Jetzt noch nicht ganz offen, das ist alles langsam, weil ich so ein Drecks von Computer habe, weil mein Zeug immer noch beschlagnahmt ist und solche Verbrecherjustiz. So, jetzt tue ich das da rein, so. Zack. Und jetzt sieht man, da kommen jetzt lauter so Scheiße und die wollen ein Abo und ja. Das ist ein Bezahlartikel. Also, habe ich mich hier angemeldet. Ihr könnt jetzt runterscrollen, aber das ist etwas, was jetzt nicht so optimal ist, sage ich mal, rechtlich. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt ziehe diesen Artikel hier rüber auf meinen anderen Bildschirm und sage euch, was drin steht. So, der Artikel noch. Es lassen so ein bisschen rein hier überlappen und lese es aber mal auf der anderen, praktisch auf dem anderen Bildschirm. Auf jeden Fall steht da nichts von der Linie, von dieser Linie, um die es hier nämlich angeblich geht. Da ist keine Linie angegeben. Da steht nämlich Folgendes. Zeugen wollen, dass damals 15-jährige Mädchen an einer Bushaltestelle in der Nähe des Hauses ihrer Schwester gesehen haben, von der sie möglicherweise zur Schule gefahren sein soll. Und das stimmt ja nicht. Es geht ja, die Zeugen, die es gab, war diese Samantha abends um 18 Uhr. Und es wurden nie Zeugen von Vormittag erwähnt. Da wird alles zusammengeschmissen. Versteht ihr, wie dumm ihr seid? Wie bestialisch dumm ihr seid? Nochmal dieser Satz. Auf den sich Wikipedia beruft sich. Nochmal, wo ist jetzt hier die scheiß Wikipedia-Dingsbums da? Wo ist jetzt? Wo ist jetzt diese scheiß Wikipedia-Geschichte?
Wo ist sie jetzt? Ich habe sie doch gerade gehabt. Jetzt muss ich es nochmal öffnen irgendwo. Rebecca Reusch. So, jetzt nochmal zu Wikipedia. Und dann ist es der Punkt, die Quelle 13. Da über weitere Hinweise. Zeugen gaben an, Rebecca noch im Laufe des 18. Februar 2019 an einer Bushaltestelle in der Nähe sowie in einem Bus der Linie 171 gesehen zu haben. Versteht ihr? Wenn es jetzt wirklich... nach Auswertung der Überwachungskameras konnten diese Aussagen jedoch nicht bestätigt werden. Versteht ihr, das hätte Gewicht, wenn es wirklich, weil in der Linie 171 gab es die, das ist die Linie nach Rudow. Dort gab es die Zeugin Veronika, die hat vormittags die ist da gefahren auf der Linie nach Rudow und dann kam im Bereich Buschkrugallee beziehungsweise Gropiusstadt, so also die Zeugin hat nicht erwähnt Buschkrugallee, sie hat aber so einfach die Ecke dahinter erwähnt, weil da, wie soll man sich da genau erinnern, man fährt da einen Bus und denkt an nichts und später erfährt man, dass da irgendwas gewesen ist, da kann sich doch kein Mensch mehr so genau erinnern, aber so also die Strecke, die konnte sich erinnern, nur nicht genau welche Bushaltestelle. Aber da kam also ein großes Mädchen mit der Tasche, wo die Rebecca hat, und mit dieser lila Decke. Und die kam so schwungvoll herein in den Bus und das ist der Zeugin Veronika ganz ausdrücklich aufgefallen. So, und das ist ein wichtiges Puzzleteil in meiner Analyse, warum ich eben sage, die Rebecca hat das Haus des Schwagers verlassen. Und das sind mehrere Zeugen, die sind alle glaubwürdig und das passt, was die Zeugen sagen. Da in diesem Dings ist diese in dieser Analyse dessen, was passiert ist, da spielt die Linie 171 eine bedeutsame Rolle. Und wenn das wirklich von der Polizei überprüft worden wäre und man sagen könnte, nein, also zum Beispiel, wir haben das überprüft und da kam auch ein Mädchen rein, ja, an der und der Haltestelle, weil einfach so, dass die Zeugin völlig einen Blödsinn erzählt, halte ich auch nicht für überzeugend, aber nehmen wir mal an, sie hätte sich einfach geirrt, das war ein anderes Mädchen und die Polizei hätte das praktisch überprüft und könnte da wirklich was von dir dazu sagen, dann bin ich doch der Letzte, der das nicht zur Kenntnis nimmt und nicht berücksichtigt. Ich bin doch nicht mit an irgendwas gebunden, ich suche doch nur die Wahrheit hier. Also das hätte ein Gewicht, wenn der Bus der Linie 171 von der Polizei wirklich überprüft worden ist, wäre. Und habe gedacht, ja, ich stehe das jetzt in diesem Artikel drin, den man hier unter diesem anklicken kann, wo man sich da durchklicken kann, den ich hier seitlich jetzt habe. Aber nein, das steht ja eben gerade nicht drin, sondern da geht's dieser Blödsinn, der da drin steht, ist ja eben folgendes. Gut, einen Satz kann ich jetzt natürlich, ganz wenig kann ich da drin schon zitieren, sage ich mal. So viel ist, da fallen die ganzen Bezahlartikel da einfach so, mir nichts, dir nichts. Man kann auch mal was riskieren.
Aber für das Wohl der Gesellschaft. Versteht ihr, was ich einsetze, was ich für meine Aussagen auf meine Website und so weiter schon verurteilt worden bin? Da geht es ja an die Existenz, viele tausend Euro, die ich nicht aufbringen kann, wo sie mir das Gefängnis schon praktisch. Ich kann am Montag verhaftet werden wegen einer Sache vom immer noch vom Fall. Adrian Lukas, wo ich voll dazu stehe, was ich geschrieben habe, wo ich zu Unrecht verurteilt wurde und so weiter, wo ich dann, als ich Job hatte, etwas abgezahlt hatte von dem, aber jetzt bin ich wieder ohne Job und so weiter und ja, die haben mir angedroht, sie sperren mich ein und so weiter. Also, was ich für diese gottverfluchte Idiotengesellschaft. Ein persönlich, versteht ihr, ich schimpf zwar bei euch, aber was ich für euch Arschlöcher an Leiden auf mich nehme, ihr Drecksgesindel, ihr gottverfluchtes Drecksgesindel einer Idiotengesellschaft. Also, und jetzt kommen wir, jetzt gehen wir einfach an den Punkt, so, also, so viel riskiere ich. Ich zeige nicht der ganze Artikel, aber ein Teil muss jetzt einfach sein, weil man sich hier drauf beruft. Und es geht mir nicht hier praktisch irgendwas zu veröffentlichen, um damit Klicks zu bekommen, sondern da geht es um den Inhalt. Und das riskiere ich jetzt. Für diesen Grenzfall optimal wäre es, nichts davon zu zeigen, aber das ist ein Grenzfall. Das ist ein Grenzfall jetzt hier. Ein gewisses Zitat muss möglich sein. Das ist wichtig für diesen Kriminalfall, der in der Öffentlichkeit stattfindet hier. Also, und weil es bei Wikipedia mit einer Aussage zitiert wurde, muss ich praktisch dazu, nehme ich mir's heraus, versteht ihr? Ich würde mich auf einen Gerichtsprozess einlassen, um das, was ich hier mache, zu verteidigen. Es ist aber möglich, dass es dumme kleine Schwachköpfe von Rechtsanwälten schaffen, dumme kleine Schwachköpfe von Richter, von etwas zu überzeugen, wo ich dann verurteilt werde. Ja, das ist möglich. Obwohl, sage ich mal, wenn wir jetzt eine rechtsphilosophische Diskussion hätten mit 10 Juraprofessoren, würde ich gewinnen, weil ich ein Universalgenie bin und ihr würdet nur mit offenem Mund dastehen. Aber so weit sind wir jetzt halt gerade nicht. Und ihr seid Idioten und ihr seid die einen Idioten und die anderen Idioten, eure Expertchen und Juristchen, ja, sind vom Teufel autorisiert, sich gegen ein Universalgenie durchsetzen zu können, ja, und so muss ich leiden in eurer Idiotenwelt, bis Gott auf den Knopf drückt und sagt, so, jetzt reicht's. Ihr Schwachköpfe, ihr gottverfluchte Idiotengesellschaft. Also, um was geht's? Mit dem Video aus den Bussen hoffen offenbar die Ermittler herauszubekommen, wie Rebecca an diesem Tag verschwunden sein könnte. Zeugen wollen das damals 15-jährige Mädchen an einer Bushaltestelle in der Nähe des Hauses ihrer Schwester gesehen haben, von der sie aus möglicherweise zur Schule gefahren sein soll. Versteht ihr? Da wird sich auf etwas berufen bei Wikipedia und schaut man nach, dann ist es scheiße. Ihr dummer Drecksmob, ihr Idiotenabscham. Hier wird verwechselt morgens und abends. Die Zeugen an der Bushaltestelle waren abends. Also nichts möglicherweise zur Schule gefahren. Ihr seid Abschaum. Ihr seid dümmer als Tiere. Neben den Aufzeichnungen in den Bussen wurde auch die Überwachungskamera einer Bäckerei ausgewertet. Davon habe ich gesagt, stimmt der Blickwinkel gar nicht.
die den Bürgersteig und auch die Bushaltestelle im Blick hat. Ein Teil davon, aber nicht mal dort, wo man einsteigt in der Bus. Das Ergebnis, die Untersuchungen des aufgezeichneten Materials aller Kameras widerlegen jetzt die Aussagen der Zeugen. Die Ermittler konnten Rebecca darauf nicht erkennen. Versteht ihr? Alles nur zusammengewurstelte Scheiße. Alles nur Hirnfürze, wo nichts zusammenpasst, wo alles durcheinander gewürfelt wird. Also auch Wikipedia, Dreck, 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 Scheiße und Dreck. Alles nur Scheiße, auch hier bei Focus. Das ist auch so ein Ding zu diesem Fall. Da wieder. Die Bild-Zeitung berichtet nun, dass die Polizei bei ihren Ermittlungen auch die Kameras der Buslinie ausgewertet habe, die Rebecca Reusch genommen haben müsste, um zur Schule zu gelangen. Also, zur Schule zu gelangen ist morgens. Aber da ist ja die Rebecca nicht an der... Versteht ihr? Ihr seid so dumm. Ihr seid so gottverflucht dumm. Buschkrug Allee, Berlin. So, jetzt schauen wir uns das an. Weißt du, wieso steht da jetzt Blaschko Allee? Ihr habt doch Buschkrug Allee gefragt. Buschkrug Allee, sage ich Buschkrug Allee. Da sieht man doch, da steht Buschkrug Allee. So, und was zeigen Sie mir dann? Da heißt Buschkrug Allee und hier steht aber Blaschko Allee. Also was soll das? Wo ist die Buschkrug Allee, ihr Schwachköpfe? Blaschko Allee. Blaschko Allee. Gerade Straße. Ja, Britz, das hat schon irgendwas mit dem Ganzen zu tun. Da steht Britz, aber... Da ist jetzt Buschkrug Allee. Ach so, okay, sorry. Das ist hier seitlich. Das nehme ich jetzt zurück. Es hat mir eben hier diese Blaschko Allee gezeigt, aber hier seitlich ist auch noch die Buschkrug Allee. Warum zeigt man aber dann nicht so? Oder hat es so gezeigt? Okay, ich habe hier Blaschko Allee gelesen. Scheiß drauf. Buschkrug Allee. Das geht dann irgendwo über die Buschkrug Allee. Geht dann über in die Rudorfer Straße. Und dort in dem Bereich ist die entscheidende, ist die entscheidende Stelle, ja. Und dann haben wir die Johannesthaler, Chaussee, Gropiusstraße, Buckhof, und dann ist da der Maurerweg. So, also muss ich es euch nochmal zeigen. Der Maurerweg. Der Maurerweg. Moment. Nicht hier. So, von hier, holte von hier. Das eine ist eben
die Buschkrugallee hier am Übergang zur Mauerstraße, zur Rudower Straße. Das ist die, jetzt gehen wir da per Fuß hin, so. Das ist die eine Bushaltestelle. Da, in Wahrheit ist die Rebecca hier eingestiegen, so. Und das ist die Linie 171, um die wäre es gegangen. Und wenn das überprüft worden wäre, das hätte ein gewisses Gewicht, sage ich mal. Aber das andere ist eben diese Sache hier, Alt-Buckhof, diese Bushaltestelle. Wenn man das jetzt hier hinzufügt, und dann macht man noch die Reihenfolge anders, dass sie praktisch so, das ist alles hier, das ist praktisch so, man sieht. Also, das ist es. Hier ist die, also die Schule, jetzt kann man die auch noch, die finden nie richtig, Walter Grobius Schule, okay, wo jetzt genau die Haltestelle ist, da sagen wir mal, die sei in der Fritz-Erler-Straße, keine Ahnung. Das sind ja jetzt, wenn man jetzt praktisch das an den Anfang stellt, einfach nur, dass man das in die Orte hat. Also, das ist jetzt die Reihenfolge, die hat jetzt nichts zu sagen. Da geht es jetzt nur um Folgendes zu zeigen. Das ist der Maurerweg. So, und wenn sie morgens normalerweise zur Schule gehen würde, wird sie hier laufen, zack, 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 bis Alt-Buckhof und dann hier in den Bus einsteigen und mit dem Bus fahren zu ihrer Gropius-Schule. So, also, das ist das eine. Also, aber sie wurde ja hier nicht morgens gesehen, zur Zeit der Schule, sondern abends. Deshalb hat es mit der Schule gar nichts zu tun. Aber die ganze Dreckslogik baut ja drauf auf. Sie schauen mal an der Stelle, wo sie praktisch morgens zur Schule gefahren wäre. Also dann schauen die morgens und natürlich finden sie sie dann nicht in diesem Bus, weil sie ist ja hier in Wahrheit hierher gegangen, weil sie ja bewusst heimlich etwas machen wollte. Die Rebecca Reusch wollte Nacktfotos machen. Sie wollte Nacktfotos machen für ihre BTS-Zeug. Und das war etwas, das wollte sie verheimlichen. Sie wollte praktisch heimlich vor ihren Eltern das verbergen, was sie gemacht hat. Und auch von ihren, nicht von jedem irgendwie Schulfreunden und so weiter. Sie wollte heimlich was machen. Deshalb ist sie nicht hierher, sondern sie ist ganz anders gelaufen zur Buschkrugallee. Dort ist sie eingestiegen. Und dorthin geht auch eine Hundespur. Und davon hat die Polizei anfangs berichtet, von einer Hundespur zur Buschkrugallee. Und später da geht es ja auch in meine Berichte darum. Versteht ihr, ich wiederhole mich, ich kämpfe mich hier ab, ich verplemper meine Zeit für euch geistige Hosenscheißer. Ich pempere euch Idioten. Ich bin so ein geduldiger Papa in dieser Babysitterkratie, aber ihr seid ja, und wenn er dann sagt, ja, aber wenn wir deine Babys sind, wie kannst du so grob zu uns reden? Ja, ihr seid ja noch nicht meine braven Babys. Ihr seid ja noch ein Hirnfaschist vom Teufel. Ihr seid mit dem Teufel im Bett. Ihr seid ein Hurengesindel. Ihr seid böse, böse, böse. Und ich halte mich ja zurück, ich tue praktisch in meiner Seele immer wieder Ordnung machen. Wenn ich beginne, euch zu hassen, dann sage ich, nein, das darfst du nicht zulassen. Du darfst keine Hassgedanken
dass du darfst einen göttlichen Zorn haben. Ein Papa darf wütend sein auf seine Kinder, aber er darf sie nicht hassen, sonst ist was schiefgelaufen. Und da tue ich mich immer wieder an den Haaren, den nicht vorhandenen, wo ich keinen richtigen Halt habe. Aber ich klammer mich und tue mich praktisch selber hier durchschütteln und sage, nein, 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 gehasst wird nicht. Aber ermahnt und durchgeschüttelt werdet ihr. Was wollte ich? Ja, Rebecca Reusch Petition. Das ist jetzt meine aktuelle. Was, da gibt es eine zweite Petition. Schützt eure Töchter. Frauen, schützt euch und eure Töchter. Jetzt muss ich doch kurz noch reinschauen. Was ist das da? Professor Dr. Christina Wolf. Femizid. Wie viel Aufrufe hat sie denn? Wo steht's denn? Wie ist denn dieser Scheißdreck hier organisiert? Wo steht denn hier, wie viele Aufrufe der das Ding schon hat? Naja, egal. Okay, aber das ist meins. Mit was weiß ich, 41 Unterschriften. Also, eine ausführliche Begründung der Petition befindet sich in folgender PDF. Hier, offenbar haben Justiz und Polizei mehrfach Beweise aus Dummheit vertrottelt, wie bei Rebeccas Kleidung aus dem Altkleidercontainer, die man offenbar geborgen, aber nicht als relevant erkannt und der Dummheit wieder ohne kriminaltechnische Auswertung entsorgt hat. Zweitens, kriminell vertuscht bzw. betrügerisch manipuliert, wie bei der anfänglichen Hundespur vom Haus des Schwagers zur Buschkorkallee, wo in späteren Medienberichten Polizei und Medien offenbar gemeinsam betrügerisch den Ortsnamen Bushaltestelle Buschkorkallee ausgewechselt haben in Bushaltestelle Altbukow. Denn Bushaltestelle Buschkorkallee hätte eine von mehreren von der Polizei geschändeten Zeugen, wie Zeugin Veronika, aus dem Bus nach Rudow bestätigt und so die kriminelle Zeugenvernichtung der Polizei behindert. Und Medien haben daran still und heimlich mitgemacht. Betroffen von dem Skandal ist ganz Deutschland. Behörden und Medien sind korrupt und kriminell. Wird das nicht aufgeklärt, treiben uns multikriminelle Medien auch anderweitig in Weltkrieg, Klimapsychose, Medizinkatastrophen, Verarmung, Bankrott und Hungersnot. Ja, das ist die Realität. Also, und das ist, wie gesagt, die PDF. Alles öffentlich einsehbar
und darin eben auch die Sache mit der Buschkrugallee. Und das ist ein Skandal. Versteht? Ich bin nicht mal der, dem das ursprünglich aufgefallen ist, sage ich ganz offen. Normalerweise bin ich auch der solche Leistungen an vorderster Front erbringt. Aber hier ist es jemand anders aufgefallen. Und das ist dann aber so untergegangen. Aber ich habe es eben wieder hervorgeholt. Und ich habe, und auch das andere, ich habe im Fall Rebecca Rausch, meine entscheidende Überlegung ist zu erkennen, dass es die Zeugin Samantha, die Rebecca telefonierend gesehen hat. Und das, dieser Widerspruch, dass ja der Rebecca ihr Handy angeblich aus war, beziehungsweise nicht angeblich, das hat die Polizei, das glaube ich der Polizei, das Handy der Rebecca hat sich nicht mit mobile Daten irgendwie eingeloggt den Tag über, ja. Und die konnten also einfach nicht normal telefonieren. Es gibt da zwar gewisse Möglichkeiten mit WhatsApp, WLAN, Geschichten, aber im Umfeld der Rebecca gab es das Thema Zweithandy und es ist viel wahrscheinlicher, dass es sich um ein Zweithandy gehandelt hat. Und das ist meine Erkenntnis gewesen. Das ist mein exklusiver Beitrag. Das andere habe ich, haben andere an mich herangetragen. Der das mit den Kleidern an mich herangetragen hat, ist jemand, der hat es auch gar nicht selber erkannt. Aber er hat es in der Gesamtkakophonie in dieser Idiotengesellschaft, ist es ihm gelungen zu sehen, zu sagen, halt mal, das ist etwas Vielversprechendes. Und als er es mir gesagt hat, habe ich es zuerst nicht ernst genommen, bis ich das Foto gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist tatsächlich etwas Vielversprechendes. Und habe mich dann in das verbissen, praktisch während andere, die haben wohl irgendwann aufgegeben. Denen ist das mal aufgefallen, sowohl das mit der Kleidung als auch das jemand anders das andere. Aber irgendwann haben sie es dann eben aufgegeben. Und ich sage mal, die Universal. In vielen Fällen habe ich die originale Universalgenie-Leistung praktisch so, wie wenn mir das aufgefallen ist bei der Zeugin Samantha, wäre es natürlich noch schöner, wenn auch ich der Einzige gewesen wäre, der hier auch auf Universalgenie-Niveau so scharfsinnig gewesen wäre, dass er das bemerkt und dann quasi so vergrößert, was finden die? Aha, das ist die Kleidung der Rebecca. Solche Leistungen habe ich in viele andere Fälle erbracht, aber hier habe ich mich mit dem Fall Rebecca nicht am Anfang so intensiv auseinandergesetzt und dann waren andere schneller. Das ist eine herausragende analytische Leistung von jemand anderes gewesen, ja. Meine Leistung ist es hier, es praktisch, wo schon so viel berichtet wurde von allen Seiten, die entscheidenden Dinge, das sind die entscheidenden Dinge in diesem Fall. Und ich bin praktisch nicht der Erste gewesen, der es erkannt hat, aber ich habe es aus der ganzen Kakophonie, aus dem ganzen Geschwätz, wo der sagt das und der sagt das und der sagt das und das und das. Und da habe ich erkannt, was wesentlich ist. Das sind die wesentlichen Sachen, die zeigen, dass die Polizei eine Totalkatastrophe war in diesem Fall. Dass die Polizei diesen Fall an der Aufklärung hindert. Und ja, heute gilt es praktisch, die Polizistchen und Juristchen am Kragen zu packen als Gesellschaft und sagen, jetzt bei Fuß, ihr Gesindel, folgt dem Universalgenie. Er sagt euch als oberster Dienstherr, was ihr zu tun habt. Ihr selber seid zu dumm.
das muss das Volk mit den Juristchen und Polizistchen machen. Ihr müsst sie am Kragen packen und sagen, ihr Gesindel, ihr nichtsnutziges Gesindel, macht jetzt, was wir als Volk wollen. Und wir als Volk wollen, dass ihr die braven Diener des Universalgenies und zukünftigen Weltführers seid. Ja, um das geht's. Ihr müsst das Gesindel erziehen. Ihr müsst das Gesindel erziehen, ihr dummes Volk. Ja. Und um das geht's. Und versteht, das ist unsäglich. Das ist die große Sensation. Hier. Leider ist es so undeutlich, ja. Ich bedauere es. Das Einfügen in die PDF und jetzt die PDF hier vorzeigen, macht die Schrift unleserlich. Das ist ein Mangel. Das ist ein Mangel, an dem ich schuld bin. Also, man kann es kaum lesen. Aber das Entscheidende kann man doch lesen. Und ich habe es ja auch nochmal hier groß, dann seitlich groß geschrieben. Aber hier geht es darum, die Spur von Rebecca verliert sich in der Buschkrugallee. Das ist der Bericht von 26.02. im Fokus. Der Artikel findet man noch hier auf dem an der Stelle hier mit diesem Link. Und dann wenige Tage, also das ist der Artikel, wie gesagt, vom 26.02. und kurze Zeit später, einen halben Monat später, veröffentlicht ein anderes Medium fast gleichlautender Artikel, sagt aber, die Spur von Rebecca verliert sich in der Straße Altbukow. Und das braucht eine Erklärung. Das kann man so nicht hinnehmen. Versteht ihr? Ihr seid ein dekadentes Idiotenvolk, wenn ihr solche Sachen hinnehmt und nicht hinterfragt, was das die ganze Polizeiarbeit praktisch in Frage stellt. Diese ganze, versteht ihr, das ist Show, das ist dumme Show, das ist ein aufgebrezeltes Mädchen, die das Hirn hat, eine Helferin, kochen und ficken und putzen und aber die Auswertung hat nichts ergeben. Und ja, es ist eine Helferin, versteht ihr? Es ist als Helferin geschaffen. Man sieht doch, wie sie sich anmalt. So eine perverse Schminkung. Was macht sie denn da? Sie will ein Männchen gefallen. Das ist doch beschissen. Sie verschwendet ihre Zeit. Versteht ihr? Schaut mal mich an. Wem will ich denn gefallen, ha? Ich bin halt eine Naturschönheit, aber versteht ihr, das ist praktisch, ich mache hier so, da habe ich mein Dings, mein Zack, und dann gehe ich so, dann bam, versteht ihr, das ist einfacher noch als sich rasieren. Das mache ich einmal in der Woche und dann kann der Reste das wachsen, also da ein paar Stoppel wachsen und pipapo, scheißegal. Das ist das Allerbequemste, versteht ihr? Anstatt mich täglich zu rasieren oder was, gehe ich einmal in der Woche mit dem Ding drüber und fertig. Und was der Kopf angeht, was mache ich da? Versteht ihr? Dann mache ich diesen Aufsatz drauf, dann wird's für am Kopf 2-3 Millimeter länger, so, und am Ende sehe ich so aus. Versteht ihr? Also da kann man wirklich nicht sagen, dass das jetzt aus Eitelkeit geboren ist. Und wisst ihr was? Ich wohne ja in einer WG und da hat's so Ablagen. Und da haben die Kollegen ihre,
ihre Duschgels, ihre Shampoos, ihre dieses, jenes, pipapo, die Ablage, die ist total voll mit irgendwelchen so in der Dusche, mit so Kosmetik-Quatsch. Und dann hat der eine noch in seinem Zimmer noch so einen Waschtisch, wo auch lauter so Scheißdreck hat. Wisst ihr, was bei mir dort liegt? Eine einzige Seife. Eine Seife und sonst nichts. Sonst nichts. Ich brauche doch kein Shampoo oder irgendwas oder eine Tönung oder Spülung oder pipapapapo. Nichts. Seife. Zack, zack, zack. Über den ganzen Körper. Abwaschen. Fertig. Schluss. Fertig. Aus. Versteht ihr? Und das muss man mal vergleichen, was die für einen Aufwand treibt, wenn sie sich, bevor sie sich hierher hockt, was die hier an 10 Lagen Schminke hat, und sich hier aufbrezelt und Zeug macht. Und ja, ich will's ja nicht, versteht ihr, will ja nicht, dass sie Selbstmord macht, weil sie jetzt irgendwie hier als hässlich bezeichnet wird. Hey, aber versteht ihr, das sieht man doch, was sie im Hirn hat. Die will Anerkennung, die will von Männchen gelobt werden. Ja, du bist meine Beste, braves Mädchen. Ja, das ist, ich ermuntere ja auch die Männer, eure Weiber gut zu behandeln. Aber, und es sind ja auch nicht alle Weiber gleich dumm. Aber Leute, was die hier labert, den ganzen Scheiß, das ist alles Show. Und ihr als Idiotenvolk, ihr hängt dem hinterher, ihr hängt euch da dran, ihr bewundert es, ihr redet euren Blödsinn da drüber und lobt das Mädchen für den Scheiß, den sie verzapft. Ihr seid ein dummer, summer, dummer Sauhaufen. Und gleichzeitig tut er ein Universalgenie. Der kommt in vielen, was da tolle Inhalte sind, aber bei euch Idiotengesindel kommst nicht mal auf 100. Versteht ihr? Das ist aber nicht, dass er denkt, ja, da, so geht's dir, wenn du so unverschämt zu uns bist. Du musst dich halt bessern, dann kriegst du von uns auch mal ein paar tausend Klick. Ich scheiß auf eure paar tausend Klick. Versteht ihr? Auch eine Million Klicks ist nicht die Realität. Ich bin das größte Universalgenie der Menschheitsgeschichte, sage ich euch Idioten. Also, da wären auch 50 Millionen Klicks oder Abonnenten nichts. Wenn so ein Quatschkopf, Mr. Beast mit seinem Blödsinn, versteht ihr, hat er 300 Millionen. Das ist doch ein Kindskopf, ein Schwachkopf, ein Blödkopf, mit Spielchen und irgendwelchem Challenge, mit der Challenge. Der Mr. Beast schickt mich auf die Challenge oder ich habe Das ist doch alles nur Quatsch-Comedy ist das doch alles. Wo ist er denn? Das sind ja gar, da ist jetzt denkst. Jetzt muss ich natürlich aufpassen wegen Copyright, wenn du das dann denkst. Aber ist jetzt das blöde Ding, muss ich doch jetzt abstellen können. Oder soll ich hier der ganze Scheiß mal anschauen? Nee, überspringen. So, einmal überspringen. So. Also sie sind auf einer einsamen Insel mitten in. Das sind Kinderspiele. Das sind lächerliche Kinderspiele, die hier machen. Jetzt sehen sie hier. Ja, wir haben nur 4 Stunden Zeit, bis es dunkel wird. Jetzt bauen wir, was man sieht, ein Häuschen. Jetzt bauen wir ein Häuschen. Ah, da ist noch kein Feuer. Ah, aber junge Männer, da schauen die Weiber, wenn das hat so diesen Boygroup-Charakter. Ah, ist der süß. Ich bin die Fan von dem. Ach nee, aber ich bin die Fan von dem. Da kichern sie. Und ja, versteht ihr, das ist doch alles...
niveaulose Kinderkacke. Jetzt machen wir ein Lagerlein, so ein Feuerchen. Der ist auch süß. Ach, schaut mal, der ist süß. Ach, oh, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ah, ist der süß. Ah, wie bei Big Brother. Blätter, und das sind die einzelnen Typen. Ah ja, da ist wieder mein Liebling und oh, da ist dein Liebling und ach, ist der süß. 328 Millionen Abonnenten, 246 Millionen Aufrufe. Ach ja, und hier, wir bauen uns eine Hängematte. Ah, und wie toll. Jetzt ist schon wieder Nacht. Da sind sie nochmal. Ah, da ist mein Liebling. Ach, ist der süß. Sagen die Weiber dann. Ach ja. Und jetzt ist es wieder dunkel. Ach ja. Und wie kuschelig. Und er hat dann eine Mücke gestochen. Und jetzt bauen sie eine Hühnerfalle. Jetzt schlafen sie wieder. Na, denn sie. Versteht ihr? Ihr seid doch Quatschköpfe. Ihr seid doch Niveau. Jetzt tun sie an einen Huhn quälen oder was? Ihr seid doch eine niveaulose Dummkopfbande. Kinder, ein Haufen dummer Kinder seid ihr. Und jetzt baden sie. Ach ja, ist das toll. Ha 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 ha. Und jetzt lassen sie sich filmen mit der Drohne. Ach, wow, sie haben sogar eine Drohne. Ah, jetzt schlafen sie wieder. Das ist doch Quatsch, Blödsinn, Kinderspielchen, Unterhaltung, nichtsnutzige Unterhaltungsscheiße. Na, ist wieder Nacht. Na, ist wieder, was ist das? Na, ist wieder sowas. Das ist doch nichts nutzige, dumme Unterhaltungsscheiße für dumme Weiber und Männchen. So, winke, winke. So, 7 Tage gestrandet auf einer Insel. Für 300 Millionen Abonnenten. Versteht ihr, das hat doch nichts mit, das ist doch nicht das, wenn so ein Schwachsinn, solchen Schwachkopf 300 Millionen Abonnenten haben kann, dann ist doch das nicht etwas, dann ist doch 300 Millionen Abonnenten nicht ein Niveau, das ich mir als Ziel setzen kann, ihr Schwachköpfe. Es müssen mehrere Milliarden sein, ihr Idioten. Versteht ihr? Anders hat es nichts mit der Realität zu tun. Das, was man hier sieht, das ist ein Ausdruck, wie der Teufel die Menschheit verblöden kann. Versteht ihr? Wenn er das größte Universalgenie der Menschheitsgeschichte das ist ein Wunder quasi. Ein Wunder der Verblödung, der Verblendung. Es zeigt die Macht Gottes, wenn er sagt, ich werde diese Menschheit zur Strafe dahingeben in verkehrten Sinn, in Irrsinn. Dann führt es dazu, dass das größte Universalgenie der Menschheitsgeschichte hier unter 100 Aufrufe hat normalerweise und die größten Schwachköpfe für nichtsnutzige dumme Spielchen von der ganzen Menschheit praktisch begeistert wahrgenommen werden. Ihr seid ein dummer Abschaum. Ja. So. Und ja, ich sag's euch, deshalb sage ich es euch immer, wenn diese Zeit zu Ende geht, diese Zeit der Herrschaft der Dekadenz, wo ihr Schwachköpfe, ihr dummer Mob praktisch
euch vom Teufel das Hirn vollscheißen lässt und dann auf dieser Welt euren Irrsinn treibt und das geniale Universalgenie aber ignoriert. Wenn diese Zeit zu Ende geht, dann kann diese Zeit nicht zu Ende gehen, so wie jetzt praktisch in den USA ein Regierungswechsel gegeben hat und in Deutschland jetzt es Neuwahlen gibt. Nein, versteht ihr? Wenn es Neuwahlen gibt, dieser, anstatt soll Politiker wie der Habeck sofort in den Knast gesteckt werden, bewerbt er sich ja nochmal als Bundeskanzler. Und wenn er dann nicht gewählt wird, dann empfindet ein großer Teil des Volkes das als eine Genugtuung. So, dem haben wir es jetzt aber gezeigt. Diese Multiverbrecher ruinieren ganze Nationen und am Ende seid ihr zufrieden, wenn er sich praktisch mit Mühe und Not abgewählt habt. Verhaften und einsperren und Gesetze ändern, dass es mehr Strafen gibt als nur lebenslänglich. Ja, aber ihr seid ein Idiotenvolk. Ihr seid ein gottverfluchtes Idiotenvolk. Und wenn hier sage ich mal, Gott sagt, jetzt ist aber genug mit eurer gottverdammten Verblendung, jetzt lasse ich euch den Verstand zurückkommen, dann kann es nicht sein, dass ihr mich nur zum Weltführer macht und diese Zustände dann einfach so einfach wie abgewählt. So, jetzt wähle mal was anderes. Nein, ich sage mal so, ich werde hier jetzt nicht öffentlich träumen von irgendwelchen Blutgerichten und Massenhinrichtungen und so weiter von verbrecherischen Teufeln in Politik und Medien und so weiter. Und natürlich halte ich mich auch an christliche Regeln und so weiter. Aber eins sage ich euch immer wieder. Denkt nicht, es könnte einen normalen Übergang geben. Deshalb sage ich euch, das Mindeste ist es, dass ihr eure Staaten selber von oben bis unten mit Scheiße beschmiert. Damit, versteht ihr, wenn ein Gerichtsgebäude die Türe oder die Wand wirklich in ausreichender Größe mit Scheiße beschmiert ist, wenn ein Bundestag, ein Landtag und so weiter mit Scheiße beschmiert wurde, wenn Polizeipräsidenten ihre Polizeireviere mit Scheiße beschmieren, dann werden die Kinder ihre Eltern fragen, ja, was ist denn hier los? Versteht ihr? Wenn die CDU die SPD ablöst in der Regierung, da, das fällt die Kinder nicht auf. Deshalb, aber wenn hier die Präsidenten in der Öffentlichkeit ihre Dings mit Scheiße beschmieren und wenn man Richter anstatt in einer seriösen Robe, wie man die dann einkleidet und wie man da die Scheiße anwendet, das wird man dann im Detail sich überlegen. Aber dieser Staat ist ein Gespött in Wahrheit und er muss praktisch in den Dreck getreten werden. Euer Staat muss so mit Scheiße beschmiert werden, dass es praktisch eine Botschaft enthält, dass die Kinder ihre Eltern fragen, was ist hier los? Und dann sagen es die Kinder ihren Eltern und dann müssen praktisch es müssen Scheißhaufen künstlerisch in allen Städten müssen auf den zentralen Plätzen, ob man es jetzt ergänzend macht oder ob man andere Denkmäler abreißt, und dann muss Künstler geben, die Scheißhaufen nachbilden, und dann müssen Scheißhaufen
als Mahnmale. Als Mahnmale müssen Scheißhaufen in allen Städten der Nation und des Planeten müssen Scheißhaufen, nicht um Scheiße anzubeten, aber es müssen Mahnmale errichtet werden, dass auch in kommenden Generationen noch die Kinder ihre Eltern fragen, ja Papa, Mama, warum ist denn hier ein Denkmal vom Scheißhaufen? Und dann sagen sie euch, weil der Weltführer einst der Menschheit gesagt hat, dieser Übergang kann nicht auf normale Weise geschehen. Versteht ihr? Das muss das Land erschüttern. Der Erdkugel, der Planet muss erschüttert werden. Wenn die Herrschaft eures Wahnsinns auf Planet Erde mal ein Ende nimmt und der Weltführer die Weltherrschaft übernimmt, dann muss es den Planet erschüttern. Und diese Erschütterung macht man nicht mit einer Atombombe, sondern die macht man mit Scheißhäufen. Mit Scheißhäufen. Mit Scheißhäufen. Ihr seid eine Menschheit, die man nur mit Scheiße symbolisieren kann. Und eure innere geistige Scheiße muss nach außen hin sichtbar gemacht werden. Ja, weil ich sage mal, man könnte auch sagen, man beschmiert euch alle mit Scheiße. Man zwingt euch, Scheiße ins Gesicht zu schmieren. Aber das erscheint mir, hier muss man aufpassen. Das wäre etwas, versteht ihr? Ihr seid ja auch nicht nur böse, dumm, ihr seid zum Teil auch ehrlich und süß, auf süße Weise dumm. Geistige Hosenscheißer eben. Kinder sind ja auch Dummerchen, sag ich mal. Das ist ja etwas, man kann ja, wenn ein Kind dumm ist, kann man ja die Dummheit nicht, man kann ja, man tut ja ein Kind nicht verprügeln, weil es dumm ist. Man sagt ja, man macht immer, lacht dann und sagt, ach, du Dummerchen und so. Also, ich habe ja immer noch irgendwelche Papa-Gefühle für euch Idioten. Aber, deshalb, ja, versteht ihr, wenn du dich jetzt dann einem Hass hingeben würdest und jetzt dich auf irgendwas stützen und dann wirst du dich mal mit einem unterhalten, so im Dings, und der erzählt dir dann aus seinem Leben und du merkst, das ist doch ja, es ist ja auch ein Dummerchen einerseits, das ist ja, und auch die ist ja eine, zum Teil ist sie ja auch ein geschminktes Dummerchen. Versteht ihr? Na, könnt ihr jetzt sagen, ich tu mich hier aufregen. Ich, und ausgehend davon, die ist ja nicht verantwortlich dafür, für all das, was ich in meinem Leben mit einer Idiotengesellschaft erlebt habe. Versteht ihr? Die könnt ja auch plötzlich zu weinen anfangen und so, und dann würden wir uns unterhalten und sie wird mir was aus ihrem Leben erzählen, dann würde ich sagen, Mensch, die ist ja gar nicht so schlimm, die hat ja gar nicht so böse gemeint, und dann wird's mir leid tun und das und das und das und das. Deshalb, das ist alles nicht so einfach. Das ist alles nicht so. Letzten Endes ist es ein böser Teufel, der die Menschen gegenseitig gegeneinander aufbringt. So, und ja, das darf man nie aus dem Blick verlieren, weil ja, es ist wahr, ich reg mich zu Recht über eine Idiotengesellschaft auf, und solange ich jetzt das Ganze so praktisch allgemein und anonym und so weiter, ist das auch alles okay, aber wenn ich mich dann hinreißen lasse und das dann einzelne Menschen trifft, dann kann es auch ganz ungerecht mal ausgehen, weil ich weiß ja auch nicht alles über sie und so. Und ich mache auch mal Fehler und muss man sich da gleich so aufregen und verstehe ich ja alles, versteht ihr? Das sind ja auch Sachen, ja, es ist letztlich so, der Teufel tut die Menschen gegenseitig gegeneinander aufbringen, ja. Und
Ja, das weiß ich alles. Und ich sage mal so, diese Nächstenliebe habe ich schon auf eine gewisse Weise. Aber ich kann mich eben auch aufregen. Und ja, das ist halt, also man muss immer ein bisschen sich bewusst machen, wie ist das gerade so und wohin entwickelt man sich gerade und ist das gut oder was? Also man muss da immer ein bisschen selbstkritisch sein, bin ich ja auch. Ja, also man muss es so sehen, auf der intellektuellen Ebene bin ich überzeugt, ich habe hier richtig geredet, aber so ganz menschlich souverän über den Dingen stehend ist es auch nicht. Da ist es auch vieles dabei, was eben, ja, ich bin halt auch nur ein Mensch und wenn man halt dieses und jenes erlebt, dann reagiert man halt irgendwann drauf und dann ist es eben die Gefahr, dass man auch mal überreagiert und mal trifft es einen Falschen und so und so und so. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Deshalb, bin ich voll dahinter, wo ich's so gegen die Gesellschaft an sich ganz richte, aber die einzelnen Menschen, da muss man aufpassen, und ja, okay, zur Kenntnis genommen, ja, aber wie gesagt, was die Gesellschaft angeht, stehe ich wirklich dazu, das mit dem Scheiße beschmieren, davon gehe ich nicht ab. Es ist eher so, dass ich eben gegenüber einzelnen Menschen dann, wenn ich sie mal zur Sau gemacht habe, dann wieder ein bisschen milder werde und so und so ein bisschen Versöhnungsbereitschaft und so Sachen da bei einzelnen Menschen. Aber als die Gesellschaft an sich, stehe ich voll und ganz dahinter. Ihr müsst wirklich zur Sau gemacht werden. Ihr müsst gezwungen werden, euren Staat mit Scheiße zu beschmieren, weil aus den Gründen praktisch, das muss jeder verstehen, hier gibt's nicht einen Wechsel dann mal von einer Partei zur anderen, sondern hier gibt's eine fundamentale Änderung, wenn der Weltführer diesen Planeten übernimmt, ja. Und wann das sein wird, ja, da muss man mal abwarten. Oh, jetzt, und außerdem bin ich jetzt wieder mehrere Sekunden, vielleicht 4 Sekunden Zeit versetzt. Das nervt mich auch. Wenn ich was sage, wenn ich aufhöre zu reden, dann babbelt das Bild hier, dann bewegt es noch 4 Sekunden circa seine Lippen. Wahnsinn. Okay, also, ja, es ist wirklich einfach total vernichtend, was ihr für ein Sauhaufen seid, als Idiotengesellschaft, das ist unbeschreiblich. Es ist einfach total niveaulose Scheiße. Man kann euch Beweise für eure Dummheit, für eine kollektiven Dummheit, kann man euch beliebig oft und beliebig gut aufbereitet vorführen, aber ihr seid ein absolut mega dekadenter Sauhaufen. Links der Originaltext vom 26.02.2019 mit dem Ort Buschkogallee. Das würde Zeugin Veronika aus dem Bus bestätigen und den Blödsinn der Polizei zum Einsturz bringen. Rechts der nachträglich geänderte Artikel, wo es plötzlich heißt Albukow-Straße anstatt Buschkogallee. Hier muss es Nachfragen nach Aufklärung geben, denn eine harmlose Erklärung ist hier kaum denkbar. Vielmehr steht Manipulation und Betrug durch Polizei und Medien im Raum. Der Artikel links ist auch nicht mehr online, was den Eindruck
auf heimliche Tricksereien verstärkt. Hier muss man nachhaken. Fällt hier die Glaubwürdigkeit der Polizei, fallen auch die Masken der Polizei bei den übrigen Zeugenbekämpfungsaktionen. Versteht ihr? Und jetzt ist das so eine tolle, bedeutsame Sache, was ich hier abliefere. Aber das ist, was zu erwarten ist, hier sind ein paar hundert Aufrufe, vielleicht irgendein Kommentar, aber ansonsten geht ihr darüber hinweg, versteht ihr? Ihr geht darüber hinweg, ihr müsstet euch aufregen wie ich, dass ihr in einer Idiotengesellschaft lebt. Versteht ihr? Es ist nicht zu entschuldigen auf normale Weise. Es ist etwas, das ihr euch erschüttern müsste. Ihr müsstet, was weiß ich, Urlaub nehmen. Ihr müsstet sagen, so können wir nicht weiterleben. Wir können nicht in einer solchen Idiotengesellschaft weiterleben. Wir müssen uns jetzt praktisch dem Universalgenie anbieten und fragen, was können wir machen? So kann man doch nicht leben. Das sind doch nicht Spekulationen. Hier geht's um ein bewiesenes. Das ist Fakt. Versteht ihr? Es ist schwarz auf weiß. Ihr dürftet gar nicht weiterleben einfach so. Gut, ihr müsst was essen, ihr müsst eure Kinder versorgen, aber ihr könnt nicht in Urlaub fahren, ihr könnt nicht irgendwas in der Freizeit machen und einfach so tun und euer Leben weiterleben. Ihr könnt sagen wir, wenn ihr gerade scheißen müsst, dann geht aufs Klo und haltet das Video an und hört's nachher weiter oder so. Und wenn ihr irgendwelche dringende Pflichten habt. Aber ihr könnt auch mal eine Nacht aussetzen oder nur 2 Stunden schlafen und der Rest der Nacht euch die Haare raufen. Die Haare raufen und sagen, wir können so nicht weiterleben. Wir können das Universalgenie nicht hier so mit einfach praktisch alleine lassen mit so einem Irrsinn. Gut, ein paar Leute haben unterschrieben, die Petition, das ist schon mal eine richtige Reaktion, aber das ist ja auch nur ein Fall, dieser Fall Rebecca Reusch. Ihr müsstet euch viel mehr aufregen, ihr müsstet viel mehr erschüttert sein, aber ihr geht so drüber hinweg, ihr konsumiert so ein Video, wie so viele andere Videos in so vielen anderen Fällen und geht dann so drüber hinweg und denkt, ach, das war aber eine Unterhaltungssache, da hat sich mal wieder aufgeregt, das war ja wieder unterhaltsam oder so. Das geht nicht, versteht ihr? Ihr müsst, das muss Folgen in eurem Leben haben. Ihr müsst euch ganz real bei mir melden und sagen, was können wir tun? Was ist hier? Uns belastet das, dass wir in so einer Idiotenwelt leben. Wir sind Teil einer Idiotengesellschaft, die unseren guten zukünftigen Weltführer bis aufs Blut quält mit ihrer unbeschreiblichen Dummheit. Wir wollen praktisch einer trage des anderen Last. Wir wollen jetzt im Universalgenie helfen, praktisch indem wir sagen, okay, jetzt schreiben wir auch noch mal, wir wissen ja, das Universalgenie mag es, wenn wir, er sagt ja immer wieder, wir sollen im Fall der Wiener Reichsbrücke die Medien anschreiben. Er sagt auch, wir sind nicht verantwortlich für irgendwelchen Erfolg, aber es muss einfach was unternommen werden. Es muss eine Aktivität entfaltet werden. Es kann nicht sein, dass ich euch solche Sachen, das ist schwarz auf weiß bewiesen. Versteht ihr? Das ist ein Skandal, der diesen Fall Rebecca Reusch im ganz anderen Licht zeigt. Man kann über sowas nicht hinweggehen. Versteht ihr? Auch nicht einen Tag, weil ihr könnt praktisch von eurem Schlaf zweigt nochmal 2 Stunden ab oder was auch immer, geht nicht auch nur einen Tag darüber hinweg. Ihr müsst was unternehmen. Schreibt jemand an, schickt mir eine Kopie davor, zeigt, dass ihr was unternehmt. Aber so, auch meine Abonnenten sind faule Hunde. Ihr seid ein faules, idiotisches, ignorantes Gesindel. Ich befehle euch,
Ich kann euch auch bitten, ich mache alles gleichzeitig, ich bitte euch, ich befehle euch alles gleichzeitig. Ihr müsst was unternehmen. Und damit zeigt ihr, dass ihr Menschen seid. Versteht ihr? Dass ihr normale Menschen seid. Wenn ihr sagt, wir wollen nicht in einer Welt leben, wo bei einem so bekannten Fall ein solcher Irrsinn dokumentiert ist, schwarz auf weiß bewiesen und keinen kümmert es. Die Welt, es ist eine andere Welt. Es entsteht eine andere Welt, wenn ihr konsequent werdet und solche Widersprüche praktisch, die, wo, versteht ihr, manchmal gibt's Rätsel, man weiß nicht, wie ist das und das, aber das ist etwas, das ist vor euren Augen, es ist bewiesen und es kann den ganzen Fall erschüttern, es kann Verbrecher, Betrüger, Idioten aus den Ämtern jagen, wenn dem nachgegangen wird und so weiter und so fort. Es kann den Fall Rebecca Reusch aufklären am Ende. Und es ist jeder meiner Abonnenten, die jetzt hier sich sowas anschauen und drüber hinweggehen, dann seid ihr ein dummes Drecksgesindel. Dann seid ihr ein dummes Drecksgesindel. Versteht ihr? Ihr darft über sowas nicht hinweggehen. So. Also, jetzt könnt ihr noch weiterreden, aber jetzt habe ich doch einiges Wichtige gesagt. Moment. Ja, okay. Also, soweit dazu.